Herr Hohgräbe, haben Sie was gegen Desinfektionsmittel? Ja, habe ich. Und zwar etwas, das hilft. Pandemie hin oder her, seien wir doch mal ehrlich. Wir werden in der Zukunft das Thema Handhygiene und Infektionsprävention völlig neu definieren müssen. Wir werden uns weniger die Hände geben, aber dafür öfters die Hände waschen. Wir werden uns mehr Gedanken dazu machen, wo wir hingreifen. Türen zum Beispiel. Wir bieten Ihnen hier eine Alternative zur chemischen Keule. Mit unserem konzeptionellen Ansatz EcoProtect, einem dreistufigen Hygienekonzept rund um die Tür, können wir Ihre Türen sicher machen. Drei Stufen. Eine Treppe der Hygienevorsorge? Erzählen Sie. Die erste Ausbaustufe nennen wir Hygienecoat. Das ist eine lackähnliche Oberflächenbeschichtung für unser Produktportfolio. Hier aus einem Mix aus passiven und aktiven Oberflächeneigenschaften werden in einer definierten Zeit 99,99% der Bakterien und Viren abgetötet. Diese Beschichtung können Sie entweder ab Werk bei uns bekommen, beispielsweise auf einem Türdrücker, oder alternativ als Refresh-Set zum Beschichten von bereits vorhandenen Türdrückern oder anderen Produkten. Für wenig frequentierte Türen ist es genau das Richtige. Wenn wir aus dem Bereich des Anfassens kommen, kommen wir schnell in die zweite Ausbaustufe, Hands-Free. Hier haben wir für Sie ein Sortiment aus verschiedenen Türdrückern und Bedienaufsätzen erstellt. Diese können entweder mit dem Ellbogen oder optional mit dem Unterarm geöffnet werden. Um Ihnen die Funktion etwas näher zu bringen, haben wir hier einen kleinen Film für Sie. Film ab bitte. Und die letzte Ausbaustufe nennen wir Touch-Free. Hier haben wir schließlich die vollständige Automatisierung der Türen mit Türantrieben und einer berührungslosen Sensorik. Und? Die Produkte werden Ihnen aus den Händen gerissen? Wir arbeiten hier gerade noch am Problembewusstsein. Wenn ich in Verkaufsgesprächen sage, dass Bakterien und Viren bis zu 9 Tagen auf Oberflächen überleben können, und wir uns durchschnittlich 23 Mal in der Stunde ins Gesicht fassen, erleben wir hier regelmäßig ein Aha-Erlebnis. Das Risiko einer Schmierinfektion liegt hier im wahrsten Sinne auf der Hand. Wenn Architekten, Planer und verkaufsaktive Handwerker diese Produkte einsetzen wollen, müssen sie zuerst an ihrem eigenen Bewusstsein arbeiten und dieses dann an ihre Kunden weiter transportieren und sensibilisieren. Danke für Ihre Erklärung und viel Erfolg bei der Bewusstseinsförderung.